So, hey ho, Leute. Und ja, willkommen wieder zurück zu einem kleinen Moment. Stelle ich alles mal ganz tief nach unten, damit ihr ja nicht so viel hört. So, wunderschön, dankeschön. Und ja, heute wollte ich eigentlich ein bisschen Survival Games zocken. Oh mein Gott, das ist ja wirklich die gleiche Map wie letztes Mal. Dann wissen ja wir, wo wir etwas finden können. Scheiße. Mal schauen, ob wir irgendwo raufkommen. Ist ja hier ein Knopf. Verdammt. So, mal schauen, was gibt's hier? Bild, ja, interessiert mich eigentlich nicht wirklich. Dankeschön, das ist ja wunderschön, dass ich hier irgendwie irgendwo hinkomme, wo ich eigentlich kein bisschen will. Und ja, heute wollte ich eigentlich ein bisschen Werbung machen. Ganz wenig. Jo. Und unterdessen würde ich einfach ein bisschen Survival Games zocken. Oh mein Gott. Bald werde ich sterben. So, Frieden vorbei. Na, das ist ja mal schön. Hey, Kiste. Yay, endlich mal was. Endlich mal ein Schwert im Gegensatz zum letzten Mal. Wunderschön. So. Jetzt gehe ich mal erstmal nach hinten. Oh verdammt, da gibt es ja schon mal. Ja, meine Güte. Ich bin schon tot. Yay. Das ist ja wunderschön. Hey, also ich hänge noch kurz eine Runde hinten dran und dann fange ich mit der Werbung an. Dankeschön. So, ich bin wieder zurück. Ich wundere mich gerade, weil ich bin gerade in einer Runde gekommen, wo noch genau eine Minute, eine Sekunde war. Und dann war ich voll verwirrt und so. Und ja, ist ja auch egal. Hat gerade angefangen, deshalb ist ja jetzt wurscht. So, ich bin auf einer Map und jetzt werde ich mal mit der Werbung anfangen. Und zwar könnt ihr das vielleicht heraushören, die Musik im Hintergrund ist mal ein bisschen anders als sonst immer. Und ja, wir haben bald keinen Frieden mehr. Und ja, und zwar ist die Musik von einem Musikmacher, oh mein Gott, namens Caprice oder sowas, Caprice. Also ich weiß nicht, wie man das ausspricht, wirklich nicht, tut mir leid jetzt. Aber ist auf jeden Fall von einem guten Freund von mir. Und ja, wir haben ein bisschen hin und her geschwatzt auf E-Mail-mäßiges. E-Mail, oh mein Gott. Gibt's ja noch Truhen. Und ja, ist halt so, dass ich dann auch mal irgendwie gefragt habe, ob man da eigentlich die Musik auch so benutzen könnte. Ja, man darf das und er muss das irgendwie noch adden, so irgendwo hinschreiben, dass man das darf. So sozusagen, also seine Musik im Hintergrund benutzen. Ja, wunderschön, er hat meine ganzen Sachen weggenommen. Und da oben ist noch eine Truhe. Und ja, ihr könnt ja schon selbst heraushören, es ist hammergeil, die Musik. Einfach nur Hammer. Es ist so geil. Also als ich mal gehört habe, er macht Musik und er lässt sie auf YouTube hoch. Oder, tut mir leid. Ja, da dachte ich wirklich nicht, dass er gerade sowas macht. Also, ich dachte nicht, dass er so viel Talent hätte. Also wirklich, ich dachte nicht, dass er sowas kann. Und ich finde einfach, also er hat jetzt auf YouTube 6 Abonnenten, hat 12 Videos hochgeladen. Scheiße. Ich falle da erstmal runter. Und da oben ist jemand. Das ist nicht wirklich gut. Oh, hat er rührt. Ja, ist ja gut. Dankeschön, mein Lieber. Ich will aber nicht deine Fresse sehen hier. Das finde ich ein bisschen seltsam. Adios, ich gehe mal darauf. Hoffe, du hast eine schöne Zeit. So. Erstmal töte ich dich. Dann fliegst du darin nach unten. Schön, dankeschön. Endlich mal was Gutes, meine Güte. So, mein Gott, der hat ja alles. So, und das ist eben so, der hat mir einfach geschrieben, ich darf seine Musik benutzen und so. Und ja, das ist einfach, also ich will euch jetzt einfach die Musik hören lassen und so. Also ich finde die Musik einfach Hammer. Ich finde sie geil.
Also, er hat wirklich nur 6 Abonnenten auf YouTube. Hat zwar erst 6 Stücke gemacht, aber naja, immerhin. Also hochgeladen. Gemacht hat er sich ja schon mehr, glaube ich. Schätze ich jetzt mal. Noch mehr sinnloses Zeugs. Immerhin ein bisschen ein paar Schwerter, die wenigstens halten die was aus. So, also auf beides, alles zusammen. So, kombiniert, sagen wir jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Weitermachen, so würde ich gern. Und zwar habe ich ihm einfach vorgeschlagen, ich mache ein bisschen Werbung. Und ja, das mache ich jetzt einfach mal. Tschüss! Hilfe! So, Showdown in 18 Minuten. Mal schauen, ob ich irgendwie in 18 Minuten schaffe, sie abzulenken. Und Hilfe! So, perfekt. Bis jetzt ist noch nicht so viel Schaden. So. Mal schauen. Wenn sie was zu fressen brauchen, dann... Ich hab genug. Und ja, auf jeden Fall, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Ich werde ihn natürlich verlinken in der Beschreibung. Und er ist einfach ein hammergeiler Typ. Also ich kenne ihn von der Schule, auf der ich gerade bin. Und ja, das ist einfach so, ne, da wird der Bescheid. Ich kenne einfach davon, daher, das ist cool. So, ich hoffe, ich bekomme nicht so viel Schaden von denen. Oh, sie sind schon lange weg, yay. Und dann würde ich sagen, was sage ich jetzt? Wir sind jetzt einfach mal hier und, ja... Was soll ich sonst noch sagen? Ich kann euch nur die Musik zeigen und mehr kann ich eigentlich nicht wirklich viel sagen. Das ist einfach hammergeil. Yay. So. Ich brauche ein Steinschwert oder so was. Wäre ja perfekt. Das ist meine Güte. Hör mal auf zu buggen. Ich komme ja hier nicht mehr raus. Das ist ja ein richtiges Bugzentrum. So, und ja. Schaut bei ihm vorbei, schaut ein paar Videos an, abonniert ihn, wenn es euch gefällt und wenigstens lasst bei ihm wenigstens ein paar Likes da, weil er macht wirklich hammergeile Musik und ich kenne ihn wirklich sehr gut, ist mein ziemlich guter Freund und ich finde es schade, dass er nur so wenig Abonnenten hat, er hätte wirklich viel mehr verdient. Ich hatte jetzt hier mit meinen Let's Plays der voll scheiße und so, kennt ihr ja, habe ich 30 Abonnenten, meine Güte. Geht sofort weg von meinem Kanal, berührt ihn nicht mal. Abonniert ihn ja nicht. Ich meine ja nur, hallo? Er so gute Musik macht und ich hier so schlechte Let's Plays, dann hat mich nicht mehr verdient. Nee, also, natürlich dürft ihr beide abonnieren, aber bitte... lasst wenigstens ein paar irgendwas da. Also ich auch wenn es euch nicht wirklich sehr gefällt, mir gefallen ehrlich gesagt nicht alle Stücke, aber okay, sagen wir mal eins oder zwei gefallen mir nicht höchstens. Also nicht so gut wie ein paar andere. Aber wirklich, es hat einige Stücke, die sind einfach hammergeil. Der hatte wirklich mehr verdient. Der hat wirklich viel mehr verdient, als er jetzt hat 6 Abonnenten. Nein, 7. Mir, yay. Und das ist einfach krass. Also ich finde das schade. Wirklich schade. Oh, das ist ein Schwimmbad. Hab ich gar nicht gemerkt. Ah, Steinschwertchen. Ja, wir haben ein paar Chancen zu gewinnen. Und ja, ansonsten geht bitte bei ihm mal vorbei. Schaut euch ein paar Stücke an. Ihr dürft sie möglicherweise auch noch selbst verwenden für irgendwelche Projekte oder sowas. Mir hat das auf jeden Fall erlaubt, trotzdem fragt ihn mal, trotzdem noch, ist ja kein Problem, werde euch schon wieder rückschreiben, hoffentlich, ansonsten könnt ihr mir sagen und dann frage ich ihn und er schreibt mir sicher zurück oder er sagt mir irgendwie per Schule oder sowas, irgendwas und sollte eigentlich kein Problem sein. Außer am Wochenende, da treffe ich ihn nicht so, da wir natürlich keine Schule haben da. Aber ich kann ihn trotzdem noch benachrichtigen per Mail und so. Also, ja, bitte...
macht einfach das, was ich, was ich euch gesagt habe. Irgendwas halt davon. Ist ja kein Problemchen. Sehe ich jetzt da nichts Problematisches, Großes. Und ja, ansonsten spiele ich jetzt einfach ganz normal weiter hier, ohne irgendwelches anderes Themes, Teil des zu nehmen. Oh, nehmen, was zum Teufel? Ich nehme kein Zeugs. Meistens. Nee, gut. Meine Stimme ist langsam wirklich ein bisschen seltsam. Oh, ist ja eine Truhe, ne? Ja, stimmt sogar. Yay. So, perfekt. Nehmen wir allen mal das Zeugs hier weg. Brauchen das nix. Und am besten werfen wir mal hier ein paar Sachen weg, damit sie ja niemand kriegt. Die Schuhe. Ja, okay. So, das können wir alles wegschmeißen. Das brauchen wir nicht. Goldsachen, irgendwas. Ich behalte mal das, was ich jetzt habe. Die Holzschwerter brauchen wir nicht unbedingt. Die Samen sowieso nichts. Und alles andere können wir mal fürs Erste behalten. Und ich würde sagen, wir machen hier mal weiter. Home. Was, die machen ein 10er-Team? Was zum Teufel? Bonuspunkte. Showdown. Ich brauche irgendwas krass Geiles, wenn es das gibt. Das wäre schon genial. So, Showdown 12 Minuten erst. Okay. Hallo? Und jetzt? Komme ich noch auf? Ja, natürlich. Und. Was soll ich sonst noch sagen? So. Ich bin hier draußen. Mal schauen, ob ich. Oh, in der Mitte. Vielleicht werden die Sachen aufgefüllt. Vielleicht. Mal schauen, ob wir irgendwas finden. Sinnvolles. Kaufe dir für mindestens 4. Okay. Okay. Nee, keine Lust. Jetzt gerade im Moment. So. So, nichts. Ich wollte nichts sagen. Yay. Ist nix. Perfekt. Also ich schau mal. Vielleicht finden wir ja irgendwelchen Spieler. So. Erstmal das kostbare Zeugs wegfressen, damit wir nachher nichts mehr haben. Die Samen brauche ich jetzt mal nicht. Und ich würde gern irgendjemanden treffen, der nicht so stark ist wie ich, aber trotzdem ein paar nützliche Sachen hat. Beispielsweise kein Schwert. Dafür zahlweise irgendwelche guten Teil da. Also ich finde das langsam ein bisschen seltsam. Ich sehe hier keinen und wahrscheinlich gibt es hier tausende von Teams und so weiter und so fort. Meine Sachen habe ich ja schon weggeworfen, also haben sie an mir nichts, was sie aufteilen könnten. Und hier ist. Oh, wunderschön. Könnte ich eigentlich nächstes Mal meine Sachen wegwerfen, weil es Feuer hat. Yay. Also Steinschwerter haben wir sicher mal genug fürs Erste. Und ich spiele jetzt auf der 1.6 noch, da wir noch nicht wirklich da der selber noch nicht wirklich abgedatet ist und ich habe keine Lust irgendwie auf der Hive rumzuäutern, um irgendwie irgendwann nach 2-3 Stunden um 14.59 Uhr plus 10 Stunden noch irgendwie rumzulungern und irgendwas zu schwatzen und ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt schwatze dabei. So, also ich weiß natürlich jetzt natürlich alles, was ich gebe voll Acht darauf, was ich sage oder sowas. Aber naja, ja, wisst ja Bescheid. Wisst ja alles, kennt mich ja doch. Ich überlege immer, was ich sage, natürlich. So, wir haben hier einen schönen Teil, auch wenn ich eigentlich nicht das Ganze mit einem Schwert abbauen soll.
Ist ja auch scheißegal. Ich habe noch 20.000 andere Schwertchen. Hier gibt es keine Monster. Das ist ja wunderschön. Finde ich auch ganz gut, weil es dann nicht von Glück. Weil man dann nicht von Glück und Pech sprechen kann, ob da jetzt ein Creeper gespawnt ist oder nicht. Aber trotzdem fände ich es schön, wenn mal irgendwo die Karte aufhören würde. Und nicht so riesig ist, da wir nicht so viele Spieler sind. Ja gut, 32. Sind nie so viele. Nee, hey, da sind wir durchgelaufen, merke ich gerade. So, und da haben uns die anderen gejagt. Weißt du was? Ich friss jetzt mal ein bisschen. Und schau mal, dass ich irgendwie in die Mitte vielleicht komme oder sowas. Ich habe ja noch einen Bogen. Pfeile habe ich auch. Zwei, vier, vier haben wir. Yay. Trotzdem könnten wir mal ein bisschen nach Touren Ausschau halten. Zum Beispiel diese hier. Die sowieso schon leer ist. Das wäre natürlich total nützlich, wenn die hier schon leer ist. Yay. Da gibt es Pilze. Sei das ja. Super schön. Dass man wenigstens hier Pilze abbauen kann, ist cool. Gibt's nicht in jedem Server. Sollte es aber geben. Aber gibt's nicht. Yay. So, was soll ich sonst noch sprechen hier? Voll uninteressant. Voll spannend, aber uninteressant. Muss ja alles interessant bleiben, du. Oh, hier ist eine Truhe. Yay. Das ist ja wahr. Oh Mann. Ich hab da irgendwas gehört. Keine Ahnung, was das war. Was ist das? Alles gleich. Okay. Ich lasse jetzt mal das hier. Fäckchen. Da habe ich mal ein bisschen Plätzchen. Oh, ich habe Plätzchen. Yay. Nee, Brötchen. Meine Stimme ist ein bisschen blöd gerade. Ich bin gerade ein bisschen abgepisst. Ja, wohl. Cool. Yay. Bitte alle eins scheuen und nicht lost, weil, bitte. Okay, nein, danke schön. So, ich werde gerne irgendwie die Mitte finden und irgendwelche andere Spieler. Oh, cool. Ja, das ist ja mal schön. Wir haben noch 20.000 andere Sachen, die wir schon hatten. Yay. Ist ja wundercool. So, cool. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier mal... ziemlich lange am Aufnehmen. Mal schauen. Ja, 17 Minuten. Ja. Sagen wir mal 20 Minuten bin ich mal aufnehmen. Ist ja auch egal. Ich mache das ja immer so, wenn es nicht über, also krass über 20 Minuten ist. Also so ab 22 Minuten werde ich das teilen. Oder ab 25 werde ich das teilen. In zwei Parts. Und ansonsten werde ich das noch etwa in 20 Minuten Part würde ich das noch lassen. Und hier waren wir. Guck mal. Oh. Hey, die Map kenne ich doch. Aus einem Video, glaube ich. Das war yay. So, Rennschnitzel-Map. Yay. Ist das jetzt eine Rennschnitzel-Map oder ist das eine Hive-Map oder weiß nicht was. Ist ja auch egal. Du. So, irgendwo sollte irgendwas sein, was wir nicht kennen, aber können. Was wir kennen können. Voll scheiße. Also die Wortwahl von heute ist ja wunderschön. Also ich muss nur sagen, das ist ja cool heute. Voll kreativ. Hey, wir müssen essen. Ja, heute haben wir ganz viel Essen zu dabei. Und ganz viel Kreativität, natürlich. Und jetzt sind wir wieder irgendwo hier, wo wir nicht sein wollten. Ich wollte in der Mitte sein. Wo ist denn die Mitte? Oh, da oben ist noch was. Hopp, nein, scheiße. Da komme ich nicht ran. Gerade im Moment. Aber bald. Schon bald habe ich ein Goldschwert und ein gebratenes Schweinefleisch dazu. Oh, gibt's ja noch was? Bro? Das ist nix. Alles gleich. Ist ja die Truhe, die wir geleert haben? Nee. Okay. Mann, ey. Meine Stimme ist ein bisschen blöd. Aber hey. Ist ja auch egal. Ja. Okay.
Irgendwo hier ist ein Portal. Portal ist egal. Wahrscheinlich sind alle hier im Nether und ich gucke irgendwo rum hier und suche sie. Und wahrscheinlich sind schon alle am Verhungern und suchen irgendwelche Scheißtruhen, um irgendwas zu finden, was sie nicht tun werden, weil ich alles ausgebeutet habe. So, und ja, natürlich. Hey, da ist eine Truhe. Ist hier jemand? Hey, geil! Das habe ich noch nie gesehen. Flintenstiel, das ist ja auch wunderschön. So, dann legen wir das mal hier hin. Und Flintenstiel Feuerzeug, das ist ja geil. Da können ja andere anzünden, das ist cool. In 3 Minuten, wir sind jetzt schon ziemlich lange am Aufnehmen. 20, 21, ja, dann werde ich es wahrscheinlich nicht teilen. Freut euch, yay! Finde ich irgendwie blöd ist. Also ich sag hier immer so, ich werde es nicht teilen, aber ich vielleicht werdet ihr dann so sehen und ist schon geteilt und die Spannung ist weg, ob ich es jetzt geteilt habe oder nicht. Yay. Ihr seht es ja eigentlich schon. Für mich ist es spannend, für euch ist es total langweilig. So, also spannend. Also, hey. Da ist jemand. Da mehrere oder nur jemand? Mal schauen. Mal nachgucken. So. Guck. So, Pilze erstmal wieder mitnehmen. Haben wir noch ein bisschen für Pilzsuppe. So, 1 und 2. So. Und, weißt du was, dann nehmen wir die Pilzsuppe hier hin. Und gehen mal, oh scheiße, das ist ja ein Team. Das ist ja wunderschön. Das ist gerade in so einen Scheiß geraten. Hey. Das ist ja wundercool. Ja, das passe ich mal auf, was ich tun werde. Wo sind sie jetzt hin? Ich sehe sie nicht mehr. Mein Herzchen. Ich habe ja schon genug Herzproblemchen. Jetzt brauche ich noch einen Herzinfarkt. So. Scheiße, gib mir mein Schwert zurück. Das wollte ich gar nicht drücken. So, mal schauen. Da sind sie. Die beiden nehmen. Einer ist da und einer ist da. Und jetzt gehe ich mal angreifen. Nicht. Okay. Puh. Ich gehe mal kurz weg. Meine Güte. Wie viele Spieler sind denn wir noch? Wahrscheinlich, ich muss sie jetzt noch töten irgendwie. Ein von ihnen. Wir sind ja beide im gleichen Team. Das ist nicht schön. Gute Kills. Sehe ich die? Da sind noch mehr. Mein Herzchen, das schleunigt sich auf und das ist so im Lauf des Onkel Knauf. Wow. Also die Reime heute werden auch immer besser. So. Es geht in die letzte Runde. Moment, ich craft immer noch kurz Pilze. So, 2, 1. Frieden. Oh mein Gott, das ist ja. Was? Ist das jetzt eine andere Map? Was ist das? Okay, da hier kann man runterfliegen. Das ist ja wunderschön. Jetzt können wir uns auch verstecken. Das ist ja cool. Okay. Da sehe ich jemanden, der sich versteckt hat. Nein! Verdammt! Mann, ich hätte es nicht tun sollen. Ich hätte es nicht wagen sollen. Ich hätte ihn vorher mit dem Bogen angreifen sollen. Naja, ist egal. Heute war eine sehr spannende Runde, muss ich sagen. Wir sind gerade an der Grenze. Also ich werde es nicht heilen, yay. Und, also nein, ich weiß nicht. Mal schauen, ihr werdet es ja schon sehen. Wir sind wahrscheinlich mehr als 25 Minuten, aber ist ja auch egal. Hey, das ist ja wunderschön aus hier. Okay, oh, wie spannend die Runde war. Wie spannend die einfach war. Die war wirklich spannend.
muss ich sagen, also wir waren nicht zu schlecht, wir waren nicht zu gut. Okay, wir waren zu schlecht für den anderen. Der hat wirklich ein Eisenschwert. Woher auch immer. Und alles andere. Und wahrscheinlich ist er gerade tot gewesen fast. Und ich hätte ihn irgendwie anders... Ich hätte ihn verbrennen sollen. Das wäre noch eine Idee gewesen. Ah, ist auch egal. Ich hätte irgendwas tun sollen. Lobby 2. 2B, nee. Ja, ist ja auch egal. Hey, was ist jetzt los? Was? Bin's in der Lobby B? Was? Bin geportet worden, du weißt. Ach, ich bin jetzt auf dem Schiff. Das ist ja wunderschön. Das ist ja cool. Okay. Habe ich gar nicht bemerkt. So, okay. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war eine spannende Runde, fand ich jetzt. Wenn ihr das nicht so findet, dann schämt euch. Schande über euch. Irgendwas halt, was euch nicht gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, ich gehe jetzt mal ins Bett schlafen, weil ich ein bisschen müde bin. Minimal. Und ich habe morgen ziemlich früh Schule und so weiter und so fort. So, perfekt. Also ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Adios, Leute.